stecken in der Scheiße. Was? Was denn? Was ist los? Wir sind gerade von den Resten der Crew begrüßt worden. Was? Niemand hätte so lange da draußen überleben können. Haben sie auch nicht. Sie wurden verwandelt in diese Viecher. Und was machen wir jetzt? Halten Sie Ihre Waffe im Anschlag und bleiben Sie bloß von den Lüftungsschächten weg. Rücken die Ihnen auf die Pelle, schießen Sie auf die Extremität, verstanden? Haben Sie das verstanden? Ja, okay, okay. Übergangsröhre. Es kommen immer mehr! Sir, uns geht langsam die Munition aus! Errichten Sie eine Barrikade! Halten Sie sie noch etwas auf! Yeah.
Norton, sind Sie da? Ja, ich bin hier. Das sollte Sie erstmal aufhalten. Gut. Das SOS kommt von irgendwo direkt über. Und ich glaube, ich habe den Hauptgenerator des Schiffs gefunden. Wenn ich die Stromzufuhr wiederherstellen kann, sollte sich der Übergang für Sie öffnen. Was ist mit Ihnen? Ein Aufzug, der direkt zur Spitze hochgeht. Ich treffe Sie an Ellis Koordinaten. Der Übergang hat sich gerade geöffnet. Gern geschehen. Rosen, Lux, Sie bleiben hier. Isaac, Carver, wir treffen uns an der Spitze. Alles klar. Thank you.
Du hast es gefunden. Oh, Annie, Baby. Ich wusste, du bist zu Sturm zu sterben. Captain, ist er das? Ja, das ist er. Isaac Clarke, es ist mir ein Vergnügen. Austin Buckle, Marco Ops. Und das hier ist Jennifer Santos, unsere kleine Lady mit dem großen Grips. Wenn Sie wirklich das Markerskript dechiffrieren können, dann hat diese Mission vielleicht noch eine Chance. Isaac, danke, dass du gekommen bist. Als ob ich eine Wahl gehabt hätte. Ich weiß, tut mir leid. Aber ich habe dir so viel zu erzählen. Okay, wir müssen hier schleunigst verschwinden. Los, los. Nein, noch nicht. Isaac, wir müssen den Marker stoppen. Die Spur endet am Quartier des Admirals. Sie hat überall an die Wände Markersymbole geschrieben. Die Antworten sind da drin, ich weiß es. Wir können erst gehen, wenn wir wissen, was sie bedeuten. Dann überlass Isaac das Übersetzen. Wir gehen jetzt. Ich helfe Buckle, du Santos. Und los! Kümmer du dich um deine Crew. Die braucht dich mehr als ich. Sie hätten mich wegen Ellie und dem Captain warnen können. Niemanden schert ihr Liebes...